Und da sind wir wieder bei To The Moon. Wir waren ja dabei stehen geblieben, dass wir jetzt schon in... Also wir sind immer noch ganz am Anfang, also noch in naher Vergangenheit. Und wir müssen jetzt mit Objekten interagieren, um 5 Memory Links aufzubauen. Na, dann schauen wir doch mal, was wir hier finden. Können wir den Hasen nehmen? Ein mehrfarbiger Hase aus Papier. Na, bist du nicht was Besonderes? Hast 2 Farben, während all deine Kollegen aussehen, als hätten sie in Bleichmittel gebadet. Wie bitte? Du glaubst wohl, du bist besonders gruselig? Nun ja, da stimme ich dir zu. Gut, wir haben schon mal ein so eine Perle, was auch immer das bedeuten soll. Der Regenschirm. Was? Ach, benötigt Memory Links zum Schießen. Memory Links. Schnabeltiere, kommen wir irgendwie an die Schnabeltiere? Scheint nicht so. Können wir hier runter? Nein. Können wir hier rein? Nein. Wir können aber dort hoch, weil dort ist ein kleiner roter Pfeil. Und das ist schön. Hä? Warum treffen wir hier den ein zweites Mal? Hallo? Angst? Ein Ranzen? Ein alter, geflickter Rucksack. Stammt er aus der Steinzeit? Das werden wir gleich herausfinden. Okay, dann reden wir vielleicht nochmal mit dem Typen. Lass es! Wenn wir ihm unsere Anwesenheit in jeder Erinnerung neu erklären müssen, drehe ich durch. Führe mich nicht in Versuchung. Aus der Ranze können wir nicht nehmen, vielleicht das Buch. Das Buch? Hallo. Ah, des Kaisers neue Kleider von Hans Christian Andersen. Das kennen wir doch irgendwoher. Okay. Blumen? Frische Wildblumen. Okay, uns fehlen noch 2 Dinge. Ein Glas eingelegte Oliven. Bah, ich hasse dieses Zeug. Was gibt es daran zu hassen? Es sind eingelegte Oliven. Genau das. Gut, können wir jetzt vielleicht irgendwie diesen Regenschirm zerstören? Deuten soll. Bam. 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 Ich vermute mal, dass wir irgendwas Rotes finden müssen. Die Uhr läuft, aber man hört kein Ticken. Notiz, Uhr erhalten. Oh. Lesen wir mal die Notiz, was wir da bisher haben. Uhr. Die Uhren in Johnnys Haus ticken nicht. Das eine Bedeutung hat Mond. Ziel, der Mond in Johnnys Erinnerung ist ein Vollmond. Und unserem Johnny geht's noch sehr gut, zumindest sieht es so aus. Mal schauen, wenn wir da erste Veränderungen feststellen. Bin ich gespannt. Dann nochmal. Boom. Hadouken! Was zum Prozent und Raute Dollar war das? Was? Genug davon. Ab jetzt übernehme ich das Zerschmettern der Barrieren. Regenschirm? Memento. Ja, vorbereiten. Ja, Ladedaten. Ja, ja, hier die Werte. Ah, ein Schirmrätsel. Nicht vergessen, die Kugel in der Ecke dreht alle Elemente in der Diagonalen. Okay. Was ich das letzte Mal gar nicht gesehen habe, ist hier, dass man es ideal mit 3 Zügen angeblich schaffen kann. Wir momentan 0 gebraucht haben. Aha, das zählt anscheinend dann die gesamten Züge. Klingt ja sehr interessant. Mal überlegen, kriegen wir es mit 3 Zügen irgendwo irgendwie hin? Ich mach's einfach wieder so, wie ich es immer mache. So, das ist richtig, natürlich. Ja, das kann sich noch ein bisschen hinziehen. Ah, doch, jetzt haben wir es.
De. Ein Regenschirm. Memento aktivieren. Zurück in die Vergangenheit. Regenschirm. Wir fallen zurück. Ich mag Regen lieber, wenn er durch mich statt auf mich fällt. Mir macht das so oder so nichts aus. Scheint so, als würden diese Erinnerungssprünge immer nur einen kleinen Zeitraum überbrücken. Wir müssen ein passendes Memento finden, sonst brauchen wir noch Ewigkeiten. Ach, genieß doch einfach die Landschaft. Gut. Können wir mit dem interagieren? In Gedenken an River A. Wise. Schnabeltier. Ein altes. Oh, sogar zwei. Plüschschnabeltier. Ernsthaft. Dieses Tier sollte nicht das Recht haben zu existieren. Die Welt ist nicht groß genug für zwei von eurer Sorte. Ja. Immer noch ein altes Plüschschnabeltier. Ja. Immer noch ein altes Plüschschnabeltier. Hier passiert nichts. Der Baum ist nicht mementofähig. Der Baum stumpf auch nicht. Dann ab nach drinnen. Ab nach drin? Ah, jetzt. Es ist fertig, River. Wie du. So kann auch ich nun jeden Tag auf sie aufpassen. Sie wird nicht mehr allein sein. Ich werde vielleicht niemals verstehen, warum. Aber ich habe deinen Wunsch erfüllt. Ich bin sicher, auch Anja ist dir dankbar. Aber wenn ich fort bin, wird dann über uns wachen. Wer sind Sie? Mein Name ist Eva. Ich komme nur zufällig vorbei. War sie Ihre Frau? Aber River. Ein außergewöhnlicher Name. Das hätte nicht passieren müssen. Sie hätte es nicht tun müssen. Aber sie es nicht verstehen. Ich verstehe es ja nicht einmal selbst. Mysteriös, mysteriös. Was hat das wohl auf sich damit? Wow, ich nehme seit 8 Minuten auf und bin gleich schon wieder so richtig in das Spiel reingefesselt und Anja erhalten. Schauen wir doch gleich mal rein, was hier steht. Jemand, um den sich John und River sorgen. Okay. Ihm geht's immer noch ganz gut, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Das ist schön. Ob der denn wirklich am Ende stirbt von der Geschichte? Wenn wir das rausgefunden haben. Oh, ich fände das, glaube ich, richtig tragisch. Wurde auch Zeit, dass du auftauchst. Ich dachte schon, du wärst von der Klippe gefallen. Was hast du getrieben? Den Ausblick genossen. Was sonst? Fortschritte gemacht? Große Fortschritte. Riesig. Dinosaurierartig. Ziemlich einsam hier. Es ist ein Leuchtturm. Was hast du erwartet? Wie auch immer. Wir sehen uns
auf der anderen Seite. Die Barriere musst du diesmal selbst durchbrechen. Viel Spaß! Das ist so ein Arsch. Eine kaputte Leuchtturmlampe. Oh. Oha. Aha, ein Memento. Schnabeltier. Attacke. Angriff. Können wir mit dem reden? Nein. Na dann. Memento. Vorbereiten. Vorbereiten. Ladedaten, ja. River. Ideal. Zeigt die Anzahl der Mindestbewegungen, die benötigt werden, um ein Memento zu vervollständigen. Wow, das habe ich auch schon rausgefunden. So sehr denken. Das ist, glaube ich, richtig. Ja, das ist einfach. Das schaffe ich sogar in den vorgegebenen 3 Zügen. Oh, ich bin so gut. Bin so ein Pro. Achso. Ab in die Vergangenheit. Und los geht's. Schnabeltier. Bringe uns in die Vergangenheit. Oha. Ah, jetzt wird's schon langsam interessanter. Es kommt ganz gut hin. Wenn deine Operation bezahlt ist, wird noch genug übrig sein. Also mach dir keine Sorgen. Notlüge. So nennt man das doch, oder nicht? Nein, ich bin sicher. Wir können Hör auf. Ich mag es nicht, wenn du lügst. Ich habe nachgerechnet. Ich weiß, wie es aussieht. Warum willst du mich gegen meinen Willen überzeugen? Wir brauchen das Geld für deine Behandlung, River. Und was zum Geier sollen die ganzen Hasen? Das frage ich mich echt die ganze Zeit schon. Ich weiß, dass Anya dir viel bedeutet. Aber das hier, das geht zu weit. Ich meine, sie ist nicht einmal... Weißt du, was mich glücklich macht, Johnny? Was? Weißt du es? Nun, ich weiß es. Ich hoffe, du kannst mir dabei helfen. River. Wenn die Papiere für meine Behandlung ankommen, werde ich sie nicht unterzeichnen. Was du mit unserem Geld machst, kannst du selbst entscheiden. Aber wenn du meinen Wunsch erfüllen möchtest, dann verwende das Geld, um das Haus fertig zu bauen. Und dann möchte ich, dass du nach ihr siehst. Jeden Tag, den du dort lebst. Besuch sie. Sprich mit ihr. Tröste sie. Ich will nicht, dass sie allein bleibt. Und was ist mit dir? Glücklich. Ich werde glücklich sein. Johnny? Ja? Ich habe das hier gemacht. Aha. Sag mir, was es ist. Was?
Sag mir einfach, was es ist. Ein Hase, der nicht mit Bleichmittel behandelt wurde. Es ist ein Hase, wie die anderen, die du gemacht hast. Aha, die Hasen stammen also nicht von Johnny, sondern von River. Und jetzt spinne ich einfach mal, vielleicht will er sich an sie erinnern und hat überall in seiner Umgebung diese Hasen hingestellt. Einfach um sich an sie erinnern, nachdem sie gestorben ist. Gut, das haut bloß nicht hin, weil jetzt sind ja auch Hasen da, obwohl sie noch lebt. Naja, vielleicht erfahren wir es ja noch. Und weiter? Naja, er ist aus Papier. Und weiter? Der Körper ist gelb. Und der Rest ist blau. Gut. Und weiter? Du, River. Ich habe ein Lied geschrieben. Es ist für dich. Okay. Möchtest du es hören? Ja. Du hättest nicht extra das Piano hochbringen müssen. Ich kann es sehr gut hören, wenn die Tür offen ist. Jetzt bin ich gespannt. Es heißt für River. Warum so klischeehaft? Das ist nur ein Arbeitstitel. Das kennen wir doch irgendwoher. Aber es ist da noch nicht so weiterentwickelt. Wer ist diese Anja, von der die beiden gesprochen haben? Wenn sie so wichtig ist, hätten wir sie nicht in seinen späteren Erinnerungen sehen müssen? Ich schätze, er hat sein Versprechen letztlich doch nicht gehalten. Es sei denn, was? Egal. Hey, das ist doch dasselbe Lied, das die Kinder vorhin gespielt haben, oder? Vermutlich hat er es ihnen beigebracht. Ach, weißt du, das jetzt sieht nur mein Testosteronspiegel herunter. Ich mach mich auf den Weg. Ich habe schon meine Memory-Links. Kommst du mit? Oder willst du noch selbst weiter schauen? Ich würde sagen, wir schauen selbst weiter. Geh du vor. Ich hol dich schon ein. Vermisst du nicht auch die Zeit, als die Konvertierung von MP8-Audiodateien aus Erinnerung noch legal war? No comment. Ich glaube, in meinem ersten Arbeitsjahr habe ich über 2000 Songs mit nach Hause genommen. MP8. Okay. Ja, ich fände es einfach schade, wenn wir jetzt weitergereist wären, weil... Ich meine, da gibt es ja so viel zu entdecken, warum sollten wir da weiterreisen? Ich will ja alle... Also Let's Play ist doch eigentlich dazu da, alles mitzunehmen. Und dann halt noch mit kommentiert... Naja, mit Kommentaren versehen, sozusagen. Des Kaisers neue Kleider von Hans Christian Andersen. Ich vermute mal, das spielt eine wichtige Rolle. Ja. Hase? Nee, der Hase anscheinend nicht. Buch? Notiz, Papierhase erhalten. Okay, schauen wir mal kurz. Ich vermute mal... Nein, ihm geht's immer noch gut. Okay. Papierhase. River gab ihn John. Vielleicht die Blumen. Die Blumen sind doch garantiert nett. Ah, das ist das Memento. Okay, gehen wir mal hier raus.